Hallo und willkommen zu meinem letzten Video von meinem Maledivenurlaub auf der Insel Summer Island Maldives. Auch dieses Mal starten wir den Tag mit einem wunderschönen rosaroten Sonnenaufgang um 5.30 Uhr morgens. Hier im Zeitraffer seht ihr die Wolken und Wellen in romantischen Pastelltönen vorbeigleiten. Übrigens gab es überall auf der Insel diese Hängeliegen, die dazu einladen, sich einfach mal hineinzulegen und aufs weite Meer zu schauen und den schimmernden türkisgrünen Horizont zu beobachten. Oder aber auf Palmen zu blicken. Denn was gibt es Schöneres, als unter Palmen zu träumen? Und das hier ist das Buffet-Restaurant. Hier haben wir jeden Tag zum Frühstück und Abendessen gegessen, da wir Halbpension gebucht hatten. Die Auswahl war dermaßen riesengroß, dass man sich kaum entscheiden konnte. Allein die Dessert-Ecke war phänomenal. Schaut euch mal die Kuchen in den Ecken an. Und wie farbenfroh und einzigartig jeder einzelne Kuchen ist. Wie soll man sich denn da nur entscheiden? Es gab jeden Tag unzählige, immer wechselnde warme Speisen aus verschiedenen Ländern, dann eine wechselnde und teils sehr exotische Salatecke. Und je nach Tagesthema gab es vor Ort Küche, die dir entweder ein frisches Omelett, Sushi oder knuspriges Fleisch zubereitet haben. Schaut euch mal diesen Kuchen hier an. Der Wahnsinn! Das hier ist übrigens mein exotisches Frühstück. Es gab zwar auch ein europäisches Frühstück mit Croissant, Brot, Marmelade und Nutella, aber wenn ich so etwas Exotisches zum Frühstück probieren kann, wie hier, dann kann ich mir das natürlich nicht entgehen lassen. Sind diese Kuchen nicht phänomenal? Es gab auch eine Brotecke mit ganz verschiedenen Brotsorten, eine Müsli-Ecke und eine Früchte-Ecke. Und einfach alles, was das Herz begehren konnte. Dann gab es da gesunde, frisch gepresste Säfte, die wir jeden Morgen getrunken haben. Und natürlich gab es auch Tee und Kaffee und auch hauseigene, leckere Limonaden. Sogar unser Hansi hat sich von den Leckereien angezogen gefühlt. Jeden Tag hatten wir tolle Früchte und gesunde Smoothies. Und wenn man diesen Weg am Restaurant vorbeigeht, kommt man direkt wieder am Meer aus, und zwar auf der Sonnenuntergangsseite, wo wir jeden Abend den Sonnenuntergang beobachtet haben. Schaut mal, wie schön das Meer hier in seinen blauen Nuancen schimmert. Lina hatte auch keine Angst davor, die kleinen Krebse auf ihre Hand krabbeln zu lassen. Die waren überall und man musste gut aufpassen, nicht aus Versehen auf sie draufzutreten. Und hier unter diesen Palmen gab es diese riesige, überdachte Strandbettliege. Hier saßen wir jeden Abend vor dem Abendessen und schauten dem Sonnenuntergang zu. Diese Liege war so groß, dass problemlos zwei Leute drauf passten. Und das ist die Sonnenuntergangsseite. Überall gab es diese kleinen Krebse. Hier geht schon die Sonne unter. Sogar Hansi schaut sich das Spektakel an. Die Welt versinkt hier in rosaroten Tönen, die gleich zu einem kräftigen Orange und Rot werden.
Und dieses kleine Segelboot haben oft Paare inklusive eines Bootsführers gebucht, um den romantischen Sonnenuntergang direkt vom Meer aus zu beobachten. Das Boot ist dann immer im Schein der schimmernden, orangenen Sonnenstrahlen hin und her gefahren, bis die Sonne unterging. Und hier gehen wir an der Sonnenuntergangsseite am Strand entlang. Hier gab es unzählige große Krabben. Das ist immer noch die Sonnenuntergangsseite mit den privaten Strandhäuschen direkt am Meer. Auch hier hat jedes Haus zwei Liegen, auf denen sich auch unser Hansi gerne mal ausruht. Schaut euch dieses türkisgrüne Meer an. Und je nachdem, wie die Sonne fällt, ändern sich die Farben sehr stark. Auf der Insel ist man einfach happy. Da muss man tanzen und springen. Es lässt sich einfach nicht vermeiden. Und es gab immer mal wieder kleine Eidechsen, die uns beobachtet haben. Und hier kommt unser Alfons mit seinem dicken, bunten Freund, um ein letztes Mal unsere Füße zu bestaunen. Und da streiten sie sich um die besten Plätze. Das Wasser war so klar, dass die Fische mit ihren Neonfarben richtig leuchteten. Da waren die Sträflinge mit ihren schönen Streifen, ein gelber Fisch mit blauem Gesicht schwarze Fische mit roten Flossen. Und diese wunderschönen blauen Korallen. Und dieser Fisch hier hat eine ganz fesche Frisur mit seiner gelben Antenne.
Hier sehen wir wieder die Kolonie der Sträflinge zum letzten Mal und damit verabschiede ich mich auch. Das war mein viertes und letztes Video zu meinem Maledivenurlaub auf der Insel Summer Island Maldives. Die anderen drei Videos findet ihr in den Infokarten oben rechts. Für euch noch ein letzter, wunderschöner Sonnenaufgang in Zeitraffer. Schaut nur, wie toll sich die Wolken bewegen und wie die Sonne alles in romantische, rosa-rote und goldene Farben taucht. Dann also, macht's gut, bis zum nächsten Mal. Tschüss!